Stade wird nächste Woche zur Schweizer Hauptstadt vom Görling. Am Samstag startet nämlich das Finalturnier der Schweizer Meisterschaft von 2011 mit den jeweils besten 6 Männer- und Frauenteams. Mit dabei sind auch die Männer vom Team Adelboden rund um das Skip Sven Michel. Simon Schmutz, wie gut sind Adelbodner in diesem Titelrennen positioniert? Ja, schon nur allein durch die Tatsache, dass sich die Adelbodner für das Finalturnier haben qualifizieren konnten, ist natürlich klar, dass sie gut dastehen und auf einem höheren Niveau Görling spielen können. Das kommt nicht ganz von ungefähr, wie der Simon Gempeler, das Nummer 2 vom Team Adelboden, verratet. Wir waren am Herbst noch 2 Wochen in Kanada, in einem Trainingslager, wo wir dort cool trainiert und jetzt mit der Qualifikation belohnt worden. Und ja, ich hoffe, dass wir auch gut können spielen. Die Vorbereitung, die stimmt also, und darum ist es für Simon Gempeler auch nicht ausgeschlossen, dass es bis zum Schluss vom Turnier sogar für eine Medaille könnte reichen. Ja, das ist natürlich je nachdem, wie man ins Turnier reinkommt. Wenn man die ersten 2-3 Matches erfolgreich gestalten kann, liegt nachher sicher sehr viel drin. Eine Medaille wäre jetzt ein Ziel, das sicher nicht unrealistisch ist, wenn es jedem gut läuft, ist das absolut drin. Aber die Konkurrenz für die Adelbodner, die ist stark. So sind verschiedene Görler mit einem grossen Namen mit dabei, wie der OK-Vizepräsident vom Turnier, der Martin Stähli, weiss. Das Feld hat sich toll verjüngt. Nach der Olympiade letzten Jahr hat es doch der eine oder andere Rückblick gegeben. Wenn man gut schaut, sieht man ehemalige Junioren-Schweizermeister, zum Beispiel Obi Glarus hier drinnen, nachher eben bei Adelboden. Auch Zug ist immer noch ein junges Team. Und der im zweiten Schauen trifft man aber auch doch den einen oder anderen Görler, der schon Jahrzehnte dabei ist. Also zum Beispiel St. Galler Bär, Claudio Pescia, Benny Verte einmal bei Bern Zerringer, nachher St. Moritz, der CC dabei, der seit Jahrzehnten bereits Spitzengörling betreiben. Auch bei den Frauen sind grosse Namen am Turnier mit dabei, beispielsweise das Team Davos mit dem Skip Miriam Ott. Für Martin Stähli ein klarer Medaillenkandidat. Favoritenrolle ist glaube ich nicht gegeben, weil sie einfach die grösste internationale Erfahrung haben. Wir haben auch die verschiedenen Teams und sie sind auch ein sehr ausgeglichenes Team. Wir haben dieses Jahr auch CCT gewonnen, also die Champions Tour bei den Frauen. Sehr überlegen und da haben sie sich immerhin in Europa müssen durchsetzen. Ich selber traue allen etwas zu, ich muss auch neutral sein. Ein Geheimfavorit, den ich habe, ist für mich Aro mit der Silvia Silvanatürinzoni. Sie war manchmal nachtran, hat die Schweiz auch schon vertreten, aber der ganz grosse Durchbruch können sie ja vielleicht im Staat schaffen. Ein Ziel der Schweizer Meisterschaft ist es, den Görlingsport in der Region noch bekannter zu machen. Und darum ist man im Saanenland auf diesem Gebiet schon länger aktiv. Nach einer Hallenmeisterschaft, wo alle mitmachen und insbesondere in einem Gewerbeturnier. Und dort haben wir 80 Mannschaften, die während einem Monat mitspielen. Und dort haben wir natürlich gute Werbung können machen für den Anlass und wir rechnen schon mit den einen oder anderen, die können wir schauen können. Görlet wird ab übermorgen Samstag. Das Turnier dauert bis zum 26. Februar.